Servus zusammen und recht herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge Landwirtschaftssimulator 22 hier bei mir auf dem Kanal. Wir spielen unser Big Farm Projekt, auf dem jetzt gerade unser John Deere 7R mit einer Kreiselecke unterwegs ist, die ich mir gebraucht im Shop gekauft habe, denn ich möchte gerne auf diesem Feld ein bisschen mal was ausprobieren. Das hat mich jetzt oder es würde mich einfach interessieren, wie es aussieht, wenn wir mit der Kreiselecke drüber gehen, ob dann zum Beispiel das Unkrautverhältnis, also sprich nach der Aussaat, ob es dann auf diesem Feld Unkraut gibt. Denn wenn man ja ein Feld pflügt, dann gibt es ja kein Unkraut. Wenn man natürlich dann nur grubbert oder mit der Scheibenegge drüber geht, dann gibt es Unkraut. Und ich glaube fast, wenn man hier eben mit der Kreiselecke drüber geht, die natürlich ja auch ein bisschen mehr PS braucht, deswegen hier unser John Deere im Einsatz, dass wir dann vielleicht auch eben weniger Unkraut bekämpfen müssen. So, er ist am Feldende angekommen. Und der Nebeneffekt ist natürlich auch, dass man hier ein wunderschönes Saatbett bekommt, um dann eben anschließend, ich denke im nächsten Monat wird das dann der Fall sein, wir unsere Sojabohnen, ich glaube so war der Plan, dass wir auf dieses Feld Sojabohnen packen. Okay, ich heiße euch recht herzlich willkommen hier zu unserem Big Farm Projekt auf der wunderschönen Neubartelzagen. Denn jetzt auch auf diesem Projekt oder in diesem Projekt soll es jetzt ein bisschen wieder vorwärts gehen. Es soll wieder ein bisschen mehr Folge natürlich geben. Genauso wie auch mit unserem wunderschönen Alpenprojekt Neu-Mini-Brunn. Auch da geht es jetzt langsam wieder etwas vorwärts. Und die Galgenberg natürlich auch. So, hier links sehen wir unser Kartoffelfeld. Das haben wir ja in der letzten Folge soweit fertig gemacht, damit wir dann eben unsere Kartoffeln für unsere Schweine, für unsere Schweinezucht dann eben selbst produzieren. Das wird ein ganz schönes Stück Arbeit, das dann abzuernten. Da müssen wir uns dann Gedanken machen, ob wir uns einen Vollernter, ich sage mal, mieten und den gönnen oder ob wir tatsächlich ja die Zeit investieren, um mit einer Zugmaschine, die natürlich deutlich günstiger in der Miete sein wird, aber wir auch deutlich länger mit Sicherheit benötigen, um über das Feld zu kommen, dann dieses ausleihen. Denn kaufen, denke ich, wird sich nicht lohnen, denn wir werden so viele Kartoffeln produzieren, dass uns das ein bisschen hebt, auf jeden Fall, oder ein bisschen hält die Zeit für unsere Schweine. Und da muss man natürlich immer so ein bisschen wirtschaftlich denken. Das heißt eben, wollen wir schneller übers Feld kommen, schneller abernten, dann aber natürlich deutlich höhere Kosten für die Miete. Aber dadurch, dass wir schneller sind, fällt weniger Miete an. Oder eben mit einem kleineren Gerät und dann natürlich Gefahr laufen, dass wir einige Stunden mehr brauchen hier im Spiel und dadurch natürlich auch mehr Arbeitszeit bzw. Miete dann anfällt. Ja, das wären einfachere Wirtschaftlichkeitsberechnungen, die man natürlich anstellen muss. Dazu muss man natürlich eben auch wissen, wie lang braucht man für dann den Hektar. So. Der Johnny ist jetzt hier auf unserem Hof angekommen. Wir werden jetzt erstmal dieses Gerätchen hier ablegen. Denn in der Zwischenzeit habe ich ja noch ein bisschen was anderes gemacht. Und zwar unsere ersten Tierchen von der Aufzuchtstation rübergeholt. So, jetzt überlege ich gerade. Nee, das ist, das haben wir schon, glaube ich, repariert, das Teil. Wir schalten mal hier aus und gehen jetzt mal zu dem hier, denn wir haben hier noch einen Auftrag angenommen auf diesem Feld. Das Feld Nummer 10, ein Düngerauftrag, damit wir natürlich ein bisschen wieder ins Plus kommen in unserem, ja, ich sage mal Geldbeutel oder auf unserem Konto. Denn die Anschaffung war ja nicht die einzige von diesem wunderschönen, von dieser wunderschönen Kreiselecke, sondern wir haben uns noch was weiteres Wunderschönes gegönnt und das steht hier, Freunde. Ein Glas Häcksler, ein Glas Jaguar 860. Ja, okay, ich weiß, es ist nicht der größte, es ist nicht der schönste und es mag auch nicht der neueste sein, aber er ist klein und fein und vor allen Dingen mein. Also, wir haben jetzt hier einen kleinen Häcksler gekauft, auch der war einfach im Gebrauchtwarenmarkt und beim Gebrauchthändler. Und da habe ich mir gedacht, okay, wir schlagen mal zu, wir können mit dem, ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube nur 4,50 Meter oder so häckseln, aber wie gesagt, dann haben wir wenigstens unseren Häcksler, mit dem wir dann tatsächlich loslegen können. Dann natürlich im Herbst dann Mais zu häckseln, denn wir werden ein großes, großes Feld machen wieder mit Mais.
Und zwar das, was ihr da vorne seht, das Feld wird jetzt komplett Mais. Und dann können wir natürlich einen Teil davon häckseln und einen Teil oder den Rest werden wir natürlich ganz normal abernten. Okay, wunderbar. Also, und das hat natürlich uns ein kleines Loch hier in unseren Geldbeutel gerissen. Und deswegen werden wir natürlich noch den ein oder anderen Auftrag machen. So, wir schauen mal ganz kurz zu unseren Schweinchen. Zu unseren Kühen. Also, ich habe mittlerweile hier 20 Holsteiner rübergebracht aus unserem anderen Hof. Das ist der hier unten, der mit dem Fütterungsroboter, wo ich ja gesagt habe, wir lassen mal die Tiere noch da drin, denn damit hier langsam hier auch die Kapazität, unser Material, das wir da eingeworfen haben, denn raus bekommen wir es ja nicht mehr, damit wir das ein bisschen verarbeiten. Und ihr seht, es geht jetzt langsam nach unten und deswegen habe ich mir gedacht, okay, bringen wir mal die ersten Tierchen rüber. So, und die sind 20 Monate alt, sind bei 1275 und ich glaube, der Höchstpreis für Kühe zum Verkaufen ist meines Wissens 1500. Das Ganze müssen wir auch mal hier ein bisschen beobachten bei den Schweinen, weil da bin ich mir gar nicht sicher, wo da der Höchstpreis ist. Aber Schweine kommen hier auch jede Menge nach, Ferkel. Und da sind wir im Moment bei 833 und da müssen wir mal schauen, wo der Höchstpreis dann landet. Nichtsdestoweniger, 20 haben wir rübergebracht. Ich würde gerne nochmal 10 Stück rüberbringen, damit die dann also auch hier im Haupthof sind, damit die dann hier praktisch, Reproduktion ist ja, ja ein paar Monaten wieder, damit die dann hier die Kälber bekommen und dass wir natürlich hier dann zentral Gülle und Milch und vor allen Dingen auch Mist, denn das große Problem war ja, dass wir ja beim anderen Hof bzw. beim anderen Kuhstall keinen Mist bekommen, weil wir keine Mistplatte entsprechend platzieren können. So, wir fahren mit dem dann gleich mal rüber und holen einige unserer Kühe. Aber dann schauen wir erstmal, wo er jetzt ist. Genau, das passt. Bingo. Gutes Timing. Weil den werden wir jetzt erstmal wieder da hochfahren. Der soll dann die andere Strecke fahren. So, das Feld weiß ich jetzt gar nicht. Wird so, glaube ich, 10.000 oder 11.000 bringen. Ja, Feld Nummer 10 ist in guter Erinnerung. Da habe ich ja das vorige Projekt, das lange, lange Zeit lief, praktisch vor den Updates, die dann doch einen neuen Spielstand einfach gebraucht haben, haben wir ja hier mit unserem Hof begonnen und haben hier unser Projekt begonnen und haben da hinten den Hof gebaut und eben dieses Feld dann entsprechend umgebaut oder eingeteilt mit, ich glaube, 3 oder 4 Feldern. Das war dann auch eine relativ gute Geschichte, war eine richtig schöne Sache, eben auch mit dieser Insel da vorne im Feld. Das gefällt mir immer ganz, ganz gut. Dann kann man dann schön den Hof drumherum bauen und hat dann trotzdem noch ein bisschen Natur sozusagen in der Nähe. Okay, wir lassen ihn jetzt mal laufen und fahren hier mit ihm hier rüber zu unserem anderen Kuhstall. Ich glaube, fünf Tiere können wir immer einladen. Das heißt, wir werden zweimal fahren müssen. So. Wir sind im März. Ich glaube, dann allzu viel wird im März nicht mehr passieren. Wir haben die Felder soweit alle vorbereitet. Im April müssten wir dann Soja aussehen können. Das heißt, das Feld, wo wir eben jetzt mit der Kreiselecke drüber gefahren sind, wo wir das Saatbett erstellt haben, da können wir dann als nächstes eben Soja ausbringen. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir dann irgendwann noch zwischendurch natürlich Gras machen können. So, Mais müssen wir natürlich dann auch ausbringen, ist ganz, ganz klar. Unser großes Maisfeld, da werden wir dann auch gut zu tun haben. So, hier wie gesagt, der Kuhstall mit Fütterungsroboter. Ich habe nochmal ein kleines bisschen Heu nachgeworfen, damit eben dann auch das Mischungsverhältnis passt. So, hier Teammenü öffnen. Da stehen die Tierchen und warten darauf, dass sie verfrachtet werden. So, dann auswählen. 5 Stück ist Maximum, genau. In den Anhänger. Ups. So, jetzt sollten da 5 Tiere drin sein. Wunderbar. Wir gucken nochmal, was er hier macht. Ja, das passt doch wunderbar. Das heißt, wenn er hier am Ende ist, werden wir den dann links hoch marschieren lassen. So, ich habe mich übrigens in der Zwischenzeit auch dazu entschlossen, vielleicht doch mal die Galgenberg auch mal als 1 oder 2 Zwischenvideos zu spielen, damit wir da ein bisschen vorwärts kommen, denn im Moment gibt es jede Menge Grasaufträge und da denke ich mir, da könnten wir ein bisschen Geld machen, denn wir brauchen auf der Galgenberg unbedingt auch Geld, um vorwärts zu kommen.
denn da sind wir jetzt auch im Frühling und wir haben im Prinzip die Feldarbeiten soweit abgeschlossen. Und da tut sich übrigens auch einiges. Gerade erst heute Morgen habe ich mir wieder ein Video angesehen vom guten Yogi, was die Vierfachvariante angeht. Ist auch sehr, sehr spannend, sehr, sehr interessant, die Vierfacherweiterung von der Galgenberg. Und es bleibt natürlich spannend für uns Consolieros, ob wir diese Map dann auch zum Spielen bekommen. Also, wie gesagt, eher versucht, die Map so zu gestalten, dass das klappt. Aber ich kann es natürlich verstehen, dass man für PC-Spieler oder dass man da ganz andere Optionen hat. Und er hat wieder tolle, tolle Dinge eingebaut. Also es ist wirklich sehr interessant. Ich kann das Video nur empfehlen, die zweite Hälfte davon, wenn er nochmal die Höfe vorstellt, was er sich da wieder Tolles hat einfallen lassen. So, der Kollege kann jetzt alleine hier. Wir können mit unseren Tierchen rüberfahren. Ja, und deswegen werde ich bald doch mal die eine oder andere Folge, einfach auch mal Videofolge hier aus der Galgenberg. Ursprünglich war das ja als reines Streaming-Projekt gedacht. Aber ich denke, wir können auch mal eine Folge zwischen reinwerfen, wo wir zum Beispiel einfach solche Standardarbeiten wie jetzt Mähaufträge, vielleicht so ein bisschen auch im Zeitraffer durcharbeiten, damit wir auf jeden Fall Geld in die Börse bekommen, um auch wieder ein bisschen was investieren zu können. So. Ja, das hier mit dem Pferdehof, beziehungsweise mit der Pferdewiese, da bin ich auch so ein bisschen unschlüssig. Irgendwie hätte ich ja Lust, aber ich weiß nicht, Pferde ist so ein Ding, ne? Naja. Schauen wir mal und dann sehen wir weiter. So, dann jetzt erstmal hier wieder rückwärts ranfahren. Ja, da drin gibt es auch ordentlich Mist und den Mist können wir natürlich auch in die BGA werfen. Ansonsten bietet sich natürlich auch der Mist zum Düngen an, aber Gülle haben wir jede Menge. Das ist, glaube ich, weniger das Problem. So, Tiermenü öffnen und die Tierchen in den Kuhstall sozusagen entlassen. So, dann dürft ihr hier zu euren Freunden. Wunderbar. Eigentlich müsste das doch jetzt gemischt sein, oder? Müssten wir doch jetzt verschiedene Tiere... Ah ja, klar, logisch. Holsten und da sind die anderen. Okay, wunderbar, wunderbar, wunderbar. Sehr schön. Schön, schön, schön. So, dann holen wir die zweite Fuhre. Ja, und wir müssen ja hier unbedingt auch mal hier ein bisschen am Hof arbeiten. Denn es gibt einiges, was wir brauchen. Auf jeden Fall möchte ich die BGA, glaube ich, umstellen. Verzichten möchte ich nicht drauf. Denn im Winter bietet die uns natürlich Möglichkeiten. Und wir brauchen aber dringend, dringend, dringend einen Hofsilo und vielleicht noch eine Halle, die wir dann eben auf dem Hof platzieren. Aber, wie gesagt... Wenn eben das Bargeld fehlt, die Möglichkeiten zum Investieren, dann zieht sich das natürlich alles. Deswegen haben wir ja auch vor oder festgelegt, dass wir jetzt dieses Jahr das Material auch sofort verkaufen. Also die Erträge gehen sofort in den Handel, auch wenn wir natürlich ein bisschen weniger dann bekommen. Aber wir wollen relativ schnell hier Geld machen, damit wir auch expandieren bzw. erweitern können. So, wir nehmen nochmal 5 Stück mit in den Anhänger laden. Seid ihr auch wirklich da? Jupp. Sehr schön. So, da stehen sie wie angewachsen und wie versteinert. Einmal hier durchs Dorf zu unserem neuen Hof. Ja. Das Feld hier rechts wäre natürlich auch richtig super geil. Als große Wiese zum Beispiel. Da könnten wir dann ohne Ende natürlich auch Silage, Grassilage machen. Ja, ja. Wünsche derer gibt es viele für diese Map. Aber wir müssen uns ein bisschen gedulden. Wie heißt es so schön? Du musst geduldig sein.
Und wir müssen uns das alles hier erarbeiten und erwirtschaften. Wir können nur das Geld ausgeben, bis natürlich auf einen gewissen Teil der Bank, das wir auch verdient haben. So, wir sind da. Das heißt, dann wieder die Tierchen auswählen, in den Stall ausladen und gut ist. Und wir schauen mal kurz. 30 Holsten haben wir jetzt bei uns. Holstein haben wir jetzt bei uns im Stall zusammen mit den Brown Swiss. Und es sieht soweit fütterungsmäßig gut aus. Da müssen wir eigentlich nichts einwerfen. Ich weiß auch gar nicht, ob sich das sofort hier durchrechnet. Bin mir jetzt auch nicht sicher, ob sich hier was verändert hat. Jetzt haben wir hier die 10 Tierchen noch drin. Und da müssen wir uns einfach mal Gedanken machen. Warten wir einfach ab, bis die Tiere, ich sage mal, die 1500 erreicht haben und verkaufen sie einfach. Oder holen wir die dann auch rüber? Müssen wir einfach mal sehen. So, wir machen mal hier den Motor aus. Springen wieder zu ihm hier. Genau, das macht er soweit gut. So, wie sieht es denn aus mit dem Auftrag? Wir sind bei 78% und für diesen Auftrag, oh, da habe ich mich ja total verschätzt, da gibt es 30.000 dafür. Okay, sehr schön. Da können wir natürlich dann ein bisschen planen. Dann sind wir irgendwo bei 80.000. Was könnten wir dann dafür tun? Müssen wir uns Gedanken machen. Diese Gedanken werden wir uns aber in der nächsten Folge machen, während er hier den Auftrag in aller Ruhe abarbeitet und wir dann hoffentlich diese Kohle, das Cash, dann einstreichen für den Auftrag. Schmeidig sieht er aus. Soll es das für heute gewesen sein? Wieder mal eine schöne Folge, die 54. von unserem Big Farm Projekt hier auf Neubartelshagen. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen und ihr denkt bitte immer daran, lasst mir doch gerne ein Abo da oder schreibt einen Kommentar, das würde mich sehr freuen. Bis dahin oder bis zum nächsten Video sage ich Tschüss, ciao, cheerio, euer Bartelfarmer.